Deckelschnecke. Oder so was in der Art. Eine Tundra-Schrecken. Naja, ist auch egal. Tja, und die Mathematiker sagen dann natürlich, ohne uns geht gar nichts. Haben sie auch mehr oder weniger recht. Die Mathematik ist sehr wichtig in der Chemie, in der Physik. Darauf baut halt vieles auf. Aber trotzdem, manchmal macht es einfach keinen Spaß, wenn man sieht, wie die sich die ganze Zeit in der Wolle haben. So. Und ich darf auch nachher nicht vergessen, um 18 Uhr werden zum Beispiel die Anmeldung für Übungsgruppen freigeschaltet. Und da muss ich unbedingt eine ganz spezielle Gruppe kriegen, damit ich freitags dann alle 2 Wochen frei habe und die Zeit dann nutzen kann, die ganzen Übungen zu machen. Ja, das ist alles geplane und hin und her und schneller als die anderen sein und manchmal ätzend. Ist ja nicht mehr so wie eine Schule, wo nur 30 Leute aufeinander hocken und für die separat geplant wird. Für uns wird ja kaum etwas geplant, für uns wird ja einfach hingelegt und gesagt, hier, das stellen wir zur Verfügung. Dann müsst ihr selbst gucken, wie ihr das Ganze deichselt. Und dann für so ungefähr 170 bis 250 Leute, je nachdem, was wir für eine Vorlesung haben und was für Leute auch noch zusätzlich bei uns drin sitzen, sind ja nicht nur immer Chemiker. Ist das Ganze schon mal ein bisschen schwieriger, dann noch wirklich den Termin zu kriegen, den man haben möchte. Nee, Moment mal, wir müssen da irgendwo rüber, ne? Ich glaube, wir sind schon zu... Wo sind wir denn? Ja doch, wir sind zu weit. Müssen wir ein Stückchen wieder zurücklaufen. Knarr-Knarr-Stuhl. So. Darüber. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Tja, und zum Beispiel unsere Mathe-Klausuren schreiben wir an einem Samstag, weil so gesagt hat, tja, da so muss ich mich nicht mit anderen Leuten absprechen, wann welche Räume frei sind. Ich habe nichts mit denen zu tun. Samstags sind keine Vorlesungen. Zumindest nur Einzeltermine. Von daher kann ich da einfach einen Termin hinlegen. Punkt. Tja, so darf ich dann an einem Samstag meine Klausur schreiben. Mit muss man halt leben. Aber es gibt schlimmere Sachen, als Samstag mal eben kurz eine Klausur zu schreiben. Für mal eben kurz ist es ein großer Aufwand an Vorbereitung. Kann ich das denn bitte schön abstellen? Jetzt bin ich doch außerhalb. Außerhalb des Lagers um diesen Gegenstand. Hä? Puh, keine Ahnung. Ich glaube, da drüben mussten wir die Quest mit den Bärenfällen abgeben, ne? Ja. Naja. So, Muschelfragmente. Ja. Komm, nächste Quest nehmen wir auch mal an. Gletscherbeeren in Immerfrost. Ist die wiederholbar? Ja, nee. Einmal reicht.